Schön, dass du da bist. Heute gibt es eine Yoga-Anfängerstunde zum Thema Entspannung. Und hier sind zwei Begriffe wichtig, die solltest du kennen, Abhyasa und Vairagya. Abhyasa meint das Üben mit Hingabe und Vairagya ist die Kunst des Loslassens. Das bedeutet im Yoga, du kannst erst entspannen, wenn du vorneweg dich körperlich ein bisschen herausgefordert hast. Und genau so ist die Stunde aufgebaut. Ganz einfache Übung, kannst hinein entspannen. Und als Bonus gibt es heute 432 Herzmusik und auch das ist sehr spannend. Das ist die Frequenz deines Herzens und die hilft dir noch mal mehr in die Ruhe zu kommen. Komm bitte zum Anfang deiner Matte zum Stehen. Das sind heute wirklich ganz einfache Übungen für dich. Und dann schaust du einfach mal zu deinen Füßen, bring die Füße hüftgelenksbreit, spreiz mal die Zehen, mach so einen maximal großen Abstand. Automatisch gehen die Finger mit auseinander, merkst du das? Ist immer wieder spannend zu sehen. Und dann leg die Zehen wieder locker ab. Mach das nochmal, Zehen spreizen. Merk, wie das in deinen Händen ankommt. Und wieder gut erden. Dann schiebst du mal die Arme über vorn nach oben. Beug die Arme, bring die Hände an die Ellenbogen. Und jetzt schließ die Augen. Werde innerlich ruhiger. Und ich möchte dir eine Intention mit heute auf den Weg geben für die Yoga-Stunde. Wiederhole gern immer wieder, ich bin innerlich ruhig und entspannt. Jetzt erde die Füße und mit einer Ausatmung drehst du den ganzen Oberkörper nach links. Kannst jetzt gern die Augen schließen, falls du das noch nicht getan hast. Entspann die Schultern und zieh die Ellenbogen so ein Stückchen weiter nach hinten. Vermeide ein Hohlkreuz, atme, bleib entspannt. Dann kommst du einatmend langsam zurück und drehst dich ausatmend nach rechts. Körpermitte aktiv, zieh mal die unteren Rippen mit leicht nach innen, atme. Dann kommst du langsam zurück in die Mitte, öffne mal die Augen und jetzt kippst du nach links in eine Seitbeuge. Du drückst jetzt mal bitte den rechten Fuß fester in den Boden und lass dich ein Stückchen weiter nach links sinken. Und wenn du gut im Moment angekommen bist, schließ die Augen für 2, 3 lange, tiefe Atemzüge. Lass dir mal bewusst heute Zeit. Dann kommst du einatmend zurück in die Mitte, erdest nochmal beide Füße und dann lass dich ausatmend nach rechts sinken. Drück jetzt den linken Fuß fester in den Boden aus deiner linken Hüfte heraus, gut geerdet. Lass die Dehnung zu in deiner linken Flanke bis hoch in die linke Achselhöhle. 2 Atemzüge. Dann geht's einatmen zurück. Öffne mal die Augen, lass die Hände wie sie sind. Du beugst die Beine ganz leicht und kippst ausatmend nach vorn unten. Die Arme, die bleiben mal so. Und jetzt bring die Aufmerksamkeit in den Schulter-Nackenbereich und entspann bewusst Kopf, Schulter und vor allem den Nacken. Jetzt kannst du die Ellenbogen ein Stückchen weiter auseinanderziehen, schiebst das Becken leicht höher und schaue es ganz entspannt nach links und nach rechts mit dem Oberkörper. Genau. Das Becken ist möglichst stabil und die Bewegung entsteht aus dem unteren Rücken. Ganz schön. Dann lass die Arme locker ausbändeln. Komm auf die Fingerkuppen und mach mit deinem rechten Fuß einen ganz großen Schritt nach hinten. Jetzt drück die Handflächen fest an den Boden, linker Fuß dazu, herabschauende Hund. Tiefe Atemzüge. Jetzt kannst du dich nochmal richtig gut erden über die Hände, über die Füße. Atme, spür dich. Und wiederhole deine Intention, ich bin innerlich ruhig und entspannt. Und dann geht's einatmend mit deinen Füßen in die Mitte deiner Matte. Du läufst mit deinen Händen Richtung Füße. Bring jetzt deine Füße weiter auseinander und leicht nach außen gedreht, 45 Grad als Vorbereitung für die Hocke. Beug die Beine und dann setz dich tiefer in die Hocke. Hände gehen vor deinem Herzen zueinander.
Dann schließ bewusst die Augen. Lass die Ruhe innerlich entstehen, die sich aber nach außen hin ausbreiten darf. Das ist eine innere Entspanntheit, die entsteht. Und dann atme mal bitte aus, öffne die Augen und du schiebst nochmal die Arme nach oben. Da musst du aufpassen, dass du nicht umfällst. Bringst die Hände zurück an die Ellenbogen. Und dann einmal bitte kippst du nach links mit dem Oberkörper. Versuch mal, entspannt zu bleiben, sich zu spüren. Falls es nicht geht, einfach weglassen oder probieren. Zurück in die Mitte. Und dann kipp ausatmen nach rechts. Ganz schön. Zurück, löst die Hände und dann komm einfach zum Sitzen. Streck die Füße nach vorn aus. Und ich empfehle dir, dich erhöht auf eine Decke zu setzen. Du hast ja heute eine entspannte Yogastunde gewählt. Dazu schiebst du mal die Arme so ein Stückchen nach hinten. Die Finger zeigen nach hinten. Und deine Füße gehen ein Stück weiter auseinander. Jetzt drehen einfach mal die Füße nach außen und nach innen. Genau, bring einfach mal ein bisschen Bewegung in die Beine, auch die Beine mitnehmen. Und dann lass die Füße, Beine bewusst nach außen sinken, komm auf die Handflächen hinten. Du beugst die Arme leicht, heb dein Herz höher und dann kannst du mal die Augen schließen. Und vielleicht gehst du mit deinen Händen noch ein Stückchen weiter nach hinten, sodass du dich bewusster in die Körperrückseite sinken lassen kannst. Zieh die Schulterblätterspitzen zueinander. Sie heben dein Herz an und dann atme tiefer in den Brustraum, in die Flanken. Gönn dir mal so ein richtig schönes, genüssliches, tiefes Ein- und Ausatmen. Und geh einen Schritt weiter und atme mal so maximal tief ein. Dann komplett aus. Wir verändern das mal. Tief einatmen in den Bauch, Brustraum und dann über den Mund so lang und tief ausatmen. Und entspannen die Gesichtsmuskeln. Das machst du noch zweimal in deinem eigenen Atemrhythmus. Tief ein, dann ganz entspannt über den Mund ausatmen. Lass die Ruhe, die Entspannung zu, ganz schön. Und dann öffne die Augen. Dann kommst du mit deinen Füßen wieder zusammen, ausgestreckt. Und dann ziehst du mal bitte deinen linken Fuß heran für die halbe Vorbeuge und lässt den Fuß zur Seite kippen. Streck mal die Arme Richtung Decke, die Hände wieder an die Ellenbogen. Schließ die Augen, entspanne aber die Schultern. Gehst jetzt durch dieselbe Sequenz, mit der du begonnen hast. Atme aus und dreh dich nach links. Du musst hier nicht so weit gehen. Atme einfach entspannt weiter. Dann kommst du wieder zurück in die Mitte. Dreh dich mal nach rechts. Ganz schön. Weiter atmen. Und dann zurück in die Mitte. Beug dich mal nach links. Seitbeuge. Erde wieder die rechte Hüfte, den rechten Sitzbeinknochen. Und dann kommst du langsam zurück in die Mitte und dann beugst du dich zur anderen Seite, nach rechts. Hier hast du eine schöne Aktivierung deiner Körpermitte. Einatmen, zurück, öffne mal die Augen. Und dann kippst du aus dem Becken ganz leicht nach vorn, löst die Hände, leg die Hände da ab, wo es passt und dann kannst du mit einer nächsten Ausatmung langsam nach vorn laufen, mit deinen Händen dahin gehen, wo es für dich passt. Mal die Augen schließen. Wenn du möchtest, bringst du die Hände an die Füße, also an den rechten Fuß. Und dann kannst du die Ellenbogen ein Stückchen weiter auseinanderziehen und damit viel leichter in den Schulterbereich entspannen, in die Körperrückseite. Und in dieser Position verweilst du jetzt für ein paar ruhige, kostbare, tiefe Atemzüge.
beobachte mal die Länge deiner Einatmung, die Länge der Ausatmung. Wiederhole nochmal deine Intention, ich bin ruhig und entspannt. Lass die Augen geschlossen, löse mal die Hände, komm ganz langsam nach oben, gern mit Unterstützung deiner Hände. Zieh dein linkes Knie zu dir heran als Vorbereitung für den Drehsitz. Kreiere nochmal eine Länge im Rücken, halte das. Und dann wickelst du den rechten Arm und dein linkes Knie, die linke Hand stützt ab hinterm Rücken. Und hier kannst du dann nochmal ganz entspannt dich in die Drehhaltung atmen. Was macht dein rechter Fuß? Du schiebst den rechten Fuß nach vorn und bringst mehr Aktivität in das rechte Bein. Du bist körperlich aktiv und gleichzeitig entspannt. Und das ist das, was ich dir mit auf den Weg geben möchte. Aus so einer wohltuenden Aktivität in die Ruhe zu finden. Lass gern die Augen geschlossen, komm einatmen, zurück in die Mitte. Dreh dich nochmal nach rechts. Zurück und dann löse auf, linkes Bein ausstrecken, zieh mal das rechte Knie zu dir heran, lass den rechten Fuß zur Seite kippen, du schiebst nochmal die Arme über vorne nach oben, richte dich auf, die Hände an die Ellenbogen, entspann die Schultern, bleib innerlich ruhig und dann drehst du dich noch einmal nach links, bitte. Du atmest. Einatmen, zurück in die Mitte, drehst dich aus, atmen nach rechts. Einatmen zur Mitte, nochmal nach links beugen bitte, Seitbeuge links, rechte Hüfte gut geerdet. Gönn dir nochmal weiter in deiner rechten Körperseite. Und dann geht's einatmen zurück, ausatmen nach rechts. Auch hier, du erkennst immer wieder den Ausgleich zu finden. Zurück, mal die Augen öffnen, beug das linke Bein ganz leicht, so 1-2 cm und dann kippst du aus dem Becken nach vorn, leg die Hände da ab, wo es passt und finde den Weg in die Vorbeuge. Und wenn du einen Schritt weiter gehen möchtest, kannst du dann beginnen, das linke Bein aktiver zu strecken, indem du zum Beispiel die linke Wade fest an den Boden drückst. Du dehnst die komplette Körperrückseite und kannst in die Körpervorderseite entspannen. Und jetzt gibt es eine zusätzliche Aufgabe für dich. Versuch mal, alle unnötigen Bewegungen loszulassen. Keine Bewegung in den Armen, im Oberkörper, höchstens die Atemmuskulatur, die arbeiten darf. Werde innerlich ruhig, aber werde auch körperlich ruhig. Entspanne auch deine Gesichtsmuskeln. Genieße das Ankommen in dem Moment jetzt. Und dann löse einfach die Hände, stütz dich ab und komm langsam wieder nach oben. Zieh dein rechtes Knie zu dir heran. Schau, dass die Füße trotzdem hüftbreit auseinander sind, also den rechten Fuß ganz leicht nach rechts bewegen. Du wickelst deinen linken Arm um das rechte Knie, die rechte Hand stützt ab hinterm Rücken und dann schließ die Augen, zieh die Schulterblätterspitzen zueinander und beobachte die Weite im Herzen. Und lass so innerlich los in der Ausatmung.
Mit jeder Einatmung kannst du dir vorstellen, innerlich zu wachsen, schieb die Krone vom Kopf höher Richtung Decke. Und ausatmen, lass das Becken tiefer in den Boden sinken. Die Verbindung zwischen Erde und Himmel. Dann geht's einatmen zurück in die Mitte. Drehst dich ausatmen, nochmal bitte nach links. Zurück, öffne die Augen und als letzte Übung für Baddha Konasana zieh beide Füße heran. Bring dann die Fußsohlen zusammen, die Knie kippen auseinander und du gehst heute mit den Füßen so ein Stückchen weiter nach vorn, sodass ungefähr ein Quadrat entsteht. Also mach den Abstand gerne noch ein bisschen größer und dann kippst du aus dem Becken nochmal nach vorn, unten. Schließ die Augen. Lass dich nochmal in dich hinein sinken. Du kannst in dich hinein entspannen. Erlaube es dir, vollständig auszuatmen. Genieß das innerliche Leerwerden. Lass deine Augen geschlossen, löse dich aus der Übung, komm ganz langsam wieder nach oben, gern mit Unterstützung deiner Hände. Leg die Füße voreinander ab, führ nochmal die Hände zu deinem Herzen, schließ die Augen. Bedank dich nochmal bei dir selbst für die Übungspraxis und für die Möglichkeit, über eine gezielte Yoga-Praxis Ruhe und Entspannung zu finden. Atme aus, öffne deine Augen, löse die Hände. Danke, liebe Anja, fürs Mitüben. Danke dir, dass du dich auf unsere Yogastunde eingelassen hast. Hier gibt es neue Videos für dich. Es geht entspannt weiter. Und falls noch nicht getan, auf dieser Seite kannst du den Kanal abonnieren. Hab einen wunderbar entspannten Tag. Wir sehen uns wieder auf der Matte.